Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr seht, das ist kein Overwatch. Nein, es ist ein neues Spiel, was ich gerne anspielen möchte. Das Spiel hier basiert auf dem Buch Die Zwerge. Falls ihr es nicht kennt, kann ich es euch nur empfehlen. Zu dem Spiel. Derzeit ist es leider noch eine Beta-Version, die jetzt erst heute gestartet ist. Das Spiel befindet sich immer noch in der Mache. Das heißt, das ist noch eine Work-in-Progress-Beta-Version. Ich werde euch auch nachher in die Videobeschreibung nachher den Link zur Webseite sowie zu Facebook und zur Steam-Page, zur Steam-Seite mit reinpacken, damit ihr, wenn euch das Spiel interessiert, da hinfindet, falls ihr es euch auch holen wollt. Der Release-Termin ist, wenn ich es richtig gesehen habe, im September 2016, also dieses Jahr noch. Und ja, was ist noch zum Spiel zu sagen? Es ist ein RPG-Strategiespiel im Grunde. Genau damit beschäftigt habe ich mich noch nicht. Ich habe mir bisher auch nur einen Trailer angeschaut und da ich das Buch Die Zwerge über alles liebe, ist es mir sehr wichtig, das zu spielen und zu testen und zu gucken, ob es auch an das Buch rankommt, was ich sehr hoffe. Und daher würde ich sagen, starten wir doch einfach durch, indem wir mit der Kampagne anfangen. Ich weiß auch noch nicht, was mich erwartet. Fracas made us from stone to protect Gurgulgar. Against orcs, ogres, and all the other beasts of Teon. Are the guardians of Gurgulgar. We are the children of the Divine Smith. We are the Dwarves. Ja, ich habe jetzt eigentlich Untertitel auf Deutsch oder Englisch erwartet. Du kannst das Spiel jederzeit per Leertaste pausieren. Die Kamera drehst du mit der mittleren Maustaste und dem Mausrad. Ja, ich habe jetzt gerade meine Lautstärke ein bisschen runtergedreht. Ich glaube, die war doch ein wenig laut. So. Ja, das hatten wir ja gerade schon gelesen. Maustaste drehen, sehr schön. Leertaste gedrückt, das Spiel ist pausiert. Bin unterwegs. Okay, mit der rechten Maustaste laufen wir. Links auf Sprungangriff oder drücke E und wähle dann das Ziel auf dem Schlachtfeld. Ich habe jetzt gerade nur für mich gelesen, weil es noch ungewohnt ist, das laut vorzulesen. Verzeiht mir bitte. Dann machen wir das Ganze doch. Drücken wir mal E und springen wir mal mitten in die Orks. So, was haben wir noch? Hier ist der Sprungangriff. Der Sturmangriff und ein Dieb. Wie ihr seht, hier sind so blaue Punkte drunter. Das sind unsere Aktionspunkte. Dann machen wir das Ganze doch nochmal. Wir springen jetzt hier rein. Drei Aktionspunkte weg. Und ja, jetzt müssen wir genau erstmal wieder warten. So, stimmen wir nochmal durch. Ja, das Spiel hat eine Physik-Engine. Das heißt,
alles, was wir hier machen, beeinflusst alle Gegner im Grunde. Ja, wenn wir die jetzt hier schubsen, könnten wir die sogar auch runterschubsen von der Brücke. Genau, da haben wir es jetzt gerade gesehen, haben wir da einen Bock runtergeschmissen. Ein Geschenk aus der Werkstatt. Oh cool, doch jetzt mit Untertiteln. Geh rüber zur Kiste und klicke drauf, sobald das Benutzensymbol erscheint. Mit den Granaten kannst du, naja, sei kreativ. Boah, das kriegen wir hier. Unterwegs. Ha. Diese Geschenke gebe ich gerne an die Grünhäute weiter. Okay, die wollen sich durchlassen und dann springen wir an ihnen vorbei. Ups. Achso, den haben wir schon. Dann. Das ist ein Radius, ja. Da holen wir doch gleich mal noch ein paar mehr. Und dein Tod. Das wäre das. Auf ihn. Bin unterwegs, mein König. Was tut ihr hier? Schon seit vielen Zyklen stand Giselbart Eisenauge, der Stammvater der Fünften, nicht mehr an vorderster Front, um sich den Geschöpfen Tions entgegenzustellen. Der ernste Blick des Königs streift über das Schlachtfeld und die Verteidiger. Wir sind zu wenige. Das weißt du so gut wie er. Doch Verstärkung wird nicht kommen. Zu Hunderten liegen tapfere Krieger in der Festung gestorben. Die Krankheit greift um sich. Sie bringt Schwäche und Tod. Bleibt auf euren Posten! Seid so standhaft wie der Granit, aus dem wir gemacht sind! Nichts kann uns brechen! Vrakas ist mit uns! Ja, wenn Vrakas, der Gott der Zwerge, mit uns ist, kann uns dann was anhaben. Charaktere unten links oder mit Tab wechseln. Mehrere auswählen per Shift und Linksklick oder Auswahl rechts Option. Joa. Das heißt, einfach so und dann gehen wir beiden vor, okay. Achso, wir sind gerade beim König. Schwer, Kriegshammer. Dann motivieren wir doch erstmal unsere Soldaten. Dann haben wir noch ein paar Granaten. Können wir den runterschubsen? Jetzt haben wir keine mehr. Vielleicht gehen wir doch mal nochmal zurück. Während das Spiel pausiert ist, kannst du mehrere Helden und hintereinander Befehle geben, die dann gleichzeitig auch ausgeführt werden, sobald das Spiel weiterläuft. Okay, das heißt, wenn wir jetzt pausieren, können wir mit ihm. Momentan macht das keinen Sinn. Dann schicken wir den dahin. Und bin unterwegs! In Ordnung! Verstanden! Ja! Wechseln wir jetzt mal nochmal auf den König. Komm her! Motivieren nochmal unsere Soldaten. Was halten die sogar? Perfekt. Für Vrakas! Ja? Ganz schön viele. Okay, wir müssen wirklich damit arbeiten, die Gegner hier runter zu schmeißen. Dann machen wir das doch auch mal. Bin unterwegs. So sei es. Dorthin. Ah, okay, wir haben keine Punkte mehr. Wir müssen noch ein bisschen warten. Komm her und stirb! Die Soldaten können wir nicht befehlen, wie ihr seht. Komm her und stirb! Auf ihn! Okay, wir können unsere Helden kommandieren. So, schubsen wir die nochmal runter. Verstanden! In Ordnung! Komm her, du! Was? Machen wir das gleich mal mit auch nochmal. Achso, nee, das war jetzt der Betäubungsschlag. Okay, muss ich auch noch reinkommen.
Jetzt aber schmeißen wir sie runter. So, jetzt können wir nochmal mit den Granaten arbeiten. So, jetzt müssen wir mal zum Grand Alien helfen. Wir müssen den Katapult unbedingt ausschalten. Das machen wir am besten beide. König jetzt auch nochmal nach. Macht nochmal alle. Falsche Taste. Sehr schön, wir haben die Katapulte kaputt. Diejenigen, die uns in den Stollen angegriffen haben. Wir konnten sie nur unter großen Verlusten zurückschlagen. Komm her! Und ich spalte dich wie einen Strohhalm, verräterischer Elb. In seinem Zorn strahlt der alte König grimmige Macht aus. Und keines von Sitalias Kindern könnte gegen ihn bestehen. Doch das schlanke, hochgewachsene Wesen auf dem Rücken des Nachtmars grinst nur höhnisch auf euch hinab. Du irrst. Wir sind Albe. Wir sind gekommen, um die Elben zu vernichten. Alle friedvollen Geschöpfe im geborgenen Land stehen unter unserem Schutz. Und ihr könnt das Tor nicht öffnen, das euch seit der Erschaffung der Welt den Weg ins geborgene Land versperrt. Wir nicht, aber vielleicht einer der euren? Das kann nicht sein! Schweig, du Narr! Fandras, vergib mir, was ich jetzt tun werde! Jetzt einer unserer Verbündeten, ein Zwerg, das Tor für die Feinde geöffnet. Das ist bitter. Bin unterwegs! Auf ihn! Wer jetzt das Buch gelesen hat, so wie ich, weiß natürlich, warum er das gemacht hat. Aber ich denke mal, es wird sich noch klären. Gerade nicht möglich! Deswegen werde ich das jetzt natürlich nicht verraten. Schubsen wir sie runter. Auf ihn. Nicht. Hab ich schlecht gezielt. Und dein Tod. Einfach auf ihn. So. Okay, wenigstens einer ist weg. Geschlossenen Tor erfreuen. Das Tor mag sich geschlossen haben, aber wenn du dich durch die Macht des Landes wieder von den Toten erhebst, wirst du einer von uns sein. Und du wirst es öffnen. Niemals! Meine Seele zieht zu Fraggas. Nein. Deine Seele gehört nun dem Land. Und damit gehörst auch du ihm auf ewig. Und stirb. Kehre zurück. Und gib uns das geborgene Land. Ja, und damit haben die dunklen Horden gerade das Tor der Fünften eingenommen.
1035 Sonnenzyklen später. Okay, wir sind ein Perfektionist. Das ist schön. Moment, was? Ich habe einen Ruf zu verlieren. Wenn man sich nicht mehr auf die Schmiedekunst eines Zwergs verlassen kann, worauf dann? Was kann ich für dich tun? Du siehst schrecklich aus. Kurze Nacht. Wir bleiben mal nett. Was kann ich für dich tun? Für mich? Gar nichts. Aber für Lodiona. Ey, nicht so schnell, Leute. Mein Geist, gehst du alle Vorfälle der letzten Zeit durch, die den Unmut des Magus heraufbeschworen haben könnten. Abgesehen von einigen kleineren Streitereien mit seinen Famuli, ist seit dem Vorfall mit deinem Bart nichts Erwähnenswertes geschehen. Achso, nichts. In Ordnung. Okay, ich muss noch ein bisschen reinfinden. Nur in Anführungszeichen ist das, was wir wirklich sagen, was unser Freund hier sagt. Das andere ist uns Hintergrundwissen, Hintergrundgeschichte. Ja, den Magus wollen wir natürlich nicht warten lassen. Deswegen machen wir das mal. Wir sehen uns später. Es gibt Gulasch. Gulasch hört sich gut an. So, irgendwas mit unserem Inventar hinzugefügt. Inventar. Wir haben 10 Gold bekommen. Das ist schön. Bevor wir das jetzt aber machen, gehe ich nochmal in die Einstellungen. Schwierigkeit wollen wir nicht verändern. Ich würde gerne okay, wir können nicht einstellen, wie schnell die Untertitel vorbeiziehen. Das ist schade. Was wir auf jeden Fall mal machen, ist speichern. Spielfolge gespeichert. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir haben den Prolog durch. Damit dann auch Teil 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Bis bald.